Versuche, lokale... Central, Commander, ausgezeichnet. Meine Analyse der fragmentierten Codex-Daten ist fast fertig. Die Informationen, die ich gefunden habe, überwiegen bei weitem den Verlust der Schattenkammer. Sehen Sie. Ist das... ein Ältester? Ich habe mindestens ein Jahrzehnt keinen gesehen. Ja, und ich glaube, ich weiß jetzt warum. Die Ältesten scheinen unter einer aggressiven Form des Gewebeschwunds zu leiden. Rapider Muskelabbau, den ich so nicht für möglich gehalten hätte. Sie sterben also? Unsere Arbeit ist wohl gerade etwas einfacher geworden. Wie bei allem in Bezug auf die Ältesten ist es leider nicht ganz so einfach. Die Ältesten suchen schon seit Jahrhunderten verzweifelt nach einem Heilmittel. Jedes Mal, wenn sie eine neue Spezies entdeckten, sicherten sie so viele genetische Daten und Material, wie sie brauchten, und reisten zur nächsten Welt. Bis jetzt. Ich glaube, sie haben in uns etwas gefunden. Etwas, das so wichtig ist, dass sie hier Wurzeln schlagen. Ein Heilmittel? Das weiß ich noch nicht so genau. Mehrere Schlüsseldateien wurden bereits gelöscht. Im Zuge einer sogenannten Avatar-Direktive. Avatar. Wir brauchen diese Dateien. Hätte ich Zugriff auf einen voll funktionsfähigen Codex, könnte ich die Daten vielleicht bergen. Oder dieses Mal das ganze Schiff hochjagen. Dafür brauche ich die Kreatur nicht hier, Bradford. Ich bin sicher, dass ich aus der Ferne auf sie zugreifen kann. Solange ihre Soldaten im Kampf nahe genug an sie herankommen, ohne sie zu zerstören. Das kriegen wir hin, Doktor. Neues Ziel hinzugefügt. Da hat man mal gesehen, wie diese komische Sache, also hier, was er an seiner Ausrüstung hat, was, wie sie so abklebt. Das ist ja wie so ein Brett, das er da oben drauf hat. Ich habe unsere neuesten Einsatzziele aktualisiert, Commander. Ja, müssen wir eher auf eine Mission warten. Ah, und da ist der Leerspalt. Wir haben hier eine dringende Übertragung für Sie, Commander. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Wir sind bereit für weitere Befehle, Commander. Wir warten nur auf Ihre Entscheidung. Die Dinge laufen so gut, dass meine Schnitter neue Befehle entgegennehmen können. Verdoppel die im Kampf verdienten Fähigkeitspunkte. Labore gewähren einen zusätzlichen Schub von 20%. Das kann weg. Das darunter. So, der da rein. Und dann würde ich gerne den hier haben. Dann bin ich erstmal zufrieden. Hören Sie! Es hat sogar sofort funktioniert. Kurs. Der Kontakt wurde sofort hergestellt. Aber was ist das für eine mächtige Karte, du Spaß? Ein Haufen Tage. Unsere Zusammenarbeit kommt dem Widerstand sehr zugute. Ein überragender Mehrlader. Man munkelt, dass wir den ein oder anderen neuen Trick auf Lager haben, Commander. Vielleicht sollten wir sie mal ausprobieren. Ach, Illyrium-Leitungsbau verbessern. Das ist noch am ehesten hier mit der mit der Kampfbereitschaft, dass wir Fähigkeitspunkte bekommen.
Die müssen wir später auf jeden Fall noch ausgeben. Ich befehle meinen Leuten, sich sofort auf den Weg zu machen. Ich brauche Feinde. Westeuropa. Genau wie der, in dem wir den Commander gefunden haben. Oberflächlich ja. Von der Funktion? Ah, Commander. Sehr gut. Fangen wir an. Wir wissen, dass Advent-Soldaten die genetischen Eigenschaften von Menschen und Aliens aufweisen. Eine erste Untersuchung ließ mich vermuten, dass dies auf Modifikationen an Menschen zurückzuführen war. Gefangene oder vielleicht sogar unwissende Freiwillige. Besuchen Sie noch heute Ihren Advent-Rekrutierer. Aber die Realität sieht leider völlig anders aus. Die Advent-Soldaten aus der Einrichtung, einschließlich des Exemplars vor Ihnen, wurden produziert. Jeder Soldat verfügt über einen einzigartigen genetischen Code. Überwiegend menschlich, aber mit einigen offenen Fragmenten. Offen für was? Für jede beliebige DNA, die Advent einfügen möchte. Sektoid, Muton, selbst die Spezies, die unsere Soldaten Berserker nennen. In allen Fällen fungiert das menschliche Genmaterial als Bindeglied, das die Stränge zusammenhält. Menschliches Material. Wie das Zeug aus der Geheimeinrichtung. Genau. Es ist die Schlüsselkomponente ihrer Soldatenproduktion. Also haben wir die ganze Zeit gegen uns selbst gekämpft. Sozusagen. Aber ich glaube, es steckt noch mehr dahinter. Die menschliche DNA in diesem Exemplar unterscheidet sich in einem Punkt von allen entschlüsselten Sequenzen aus der Schattenkammer. Psionische Empfänglichkeit. In Anbetracht der Masse der involvierten Stränge kann das kein Zufall sein. Der Untersuchungsvorgang in den Kliniken. Avatar. Die Macht eines nach dieser Vorlage erschaffenen Wesens ist unvorstellbar. Central, hätten wir es nicht vor Fertigstellung des Vorgangs abgefangen? Ich weiß, Doktor. Setzen Sie die Forschung fort. Melden Sie sich, wenn Sie etwas finden. Commander, nachdem wir das Alien-Artefakt nun zur Schattenkammer gebracht haben, sollten wir möglichst bald mit der Analyse beginnen. Es scheint riskant, aber wir kommen nicht drum rum, es zu aktivieren, wenn wir es verstehen wollen. Das Schöne ist einfach, Sentry sagt ja, wir haben die ganze Zeit gegen uns selbst gekämpft. Da habe ich mir die ganze Zeit vorgestellt, man könnte ja auch einfach... Sentry ist einfach Soldat. Weißt du, das ist genauso wie auf dem Schlachtfeld, den Feind mit dem Arm deines Kameraden zu verprügeln und zu sagen, oh mein Gott, wir haben die ganze Zeit gegen uns selbst gekämpft. Nein, das müsste eigentlich sein. Der Feind sägt den Arm eines deiner Kameraden ab und läuft in deinen Graben rein, verprügelt dich mit diesem Stumpf und am Ende sagt Central, oh mein Gott, wir haben die ganze Zeit gegen uns selbst gekämpft. Stahl sagt ja auch nicht, oh mein Gott, ich habe gegen mich selbst gekämpft. Nur weil wir ihn aus Erz gemacht haben. Und dann schlagen wir auf eine Rohader. Das ist ja auch nicht, als wenn wir Stahl gegen Stahl schlagen. Ich weiß nicht, ob man das Dilemma in meinem Gehirn gerade nachverfolgen kann. Uschi, mach keinen Quatsch neben mir. Warum meckerst du, Uschi? Willst du rüberkommen? Der Gag ist einfach, sie fängt... Also sie bellt ja gar nicht richtig mich an. Sie... Ich weiß nicht, was... Ist ja schon fast sowas wie, ja, meckern. Was ist los, Uschi?
Uschi, mach keinen Quatsch. Uschi, mach keinen Quatsch. Mach keinen Quatsch, Uschi. Ja, ja, ja. Ja, ich hol dich rüber. Komm her. Komm mal her. So, leg dich hin. Rette den VIP aus der Edwin-Zelle. Setze Kurs auf die indische Region. Wir haben den Schädelstecker, ich muss es halt nur machen. Commander, einer unserer Soldaten sollte den Schädelstecker ausrüsten und im Kampf einsetzen, wenn wir Fortschritte bei unserem aktuellen Ziel erreichen wollen. Das ist übrigens der zweite Schädelstecker, den wir jetzt machen müssen. Du wirst damit nicht viel anfangen können, junge Dame. Ist das Balthasar, von Balthasar ein Geschwisterchen? Nein, es ist ein anderer Wurf. Mit der Mobilität eines Archons die beste Rüstung. Diese Rüstung nahezu unbegrenzten Bewegungsfreiraum im Kampf allein. Passen Sie nur auf, wo Sie landen. Will ich die Blasterbombe geben? Na komm, du nimmst den dicken Strahl. Dich rüsten das mit der War-Ausrüstung aus? Wir nennen diese schwere Servorüstung den War-Anzug. Das ist unser stärkster und belastbarster Anzug mit ausreichend Kraft zur Handhabung schwerer Waffen. Blasterwerfer, Frostbombe, normale Granate bleibt. Tut mir leid, Blitz, du bist zu viel. Hier muss ein Scharfschütze rein. Oh ja, wir müssen einen nachzüchten. Naja, nachzüchten ist vielleicht übertrieben. Der muss nur einen Rang steigen. Sie. Zieh bitte die Rüstung an, die andere getragen hat, worin sie gestorben ist. Sie riecht ein bisschen. Wir haben nicht alles rausbekommen, aber insgesamt steht sie dir ganz gut. Und ja, an der Ecke muss es bluten. Eingesetzt. Wir sind da. Alles läuft nach Plan. Weiter so anzukriegen. Advent hält eine VIP fest. Es ist sehr irritierend, wenn vier Augen einen von unten immer angucken. Und der Sprecher hat uns gebeten, eine Rettungsoperation durchzuführen. Das ist viel irritierender als 200 Leute, die im Livestream zuschauen. Da machst du nicht so Gedanken drüber. Das ist der Unterschied zwischen Fernsehmachen und Theater. Sichern Sie das Gebiet
Schalten Sie alle Feindkontakte aus und retten Sie die VIP. Männer 1-5 haben bestätigten Aufenthaltsort der VIP. Zum Treffpunkt vorrücken. Eliminieren Sie alle Feinde. Zu Befehl, Commander. Bewege mich wie befohlen. Na, er sieht niemanden. Okay. Verstanden. Tempo. In Ordnung. Okay. Das Schöne am Rage-Anzug ist ja, dass er sich wirklich anhört wie ein Berserker, der läuft. Ist Balthasar eigentlich kastriert? Danke übrigens fürs Subscriben, Get a Smile. Name ist Programm. Gehe dorthin, wo ich gebraucht werde. Immer noch keinen Kontakt. Und ab geht's. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Bewegung, Bewegung. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Oh, ist auch nicht, der sieht durch die Scheibe ein. Dieser Kodex bietet uns die ideale Gelegenheit zum Infiltrieren des Advent-Netzwerks. Wir müssen ihn mit dem Schädelstecker angreifen, um den Prozess zu initiieren. Kuckuck. Versuche einzudringen. Ich bin drinnen. Bin unterwegs. War wieder einfach unfähig, bis das Ding schräg hochzuschießen. Macht nichts, alle eingefroren. Was ist da drüben? Ich finde auch in einer zeitlich begrenzten Mission ist es vielleicht nicht so geil. Ach komm, wir benutzen den Stecker dennoch. Es wäre Verschwendung gewesen, jetzt dieses Plasma-Explosionsding zu benutzen. Übrigens kommt Balthasar gerade irgendwie nicht zur Ruhe. Lassen wir den Spaß beginnen. Iron Man! Etwas völlig Neues. Eine Alien-Spezies, die bislang der Gefangennahme oder Beobachtung durch Widerstandstruppen entgehen konnte. Ich rate dringend zu vorsichtigem Vorgehen. Ja. Wir sagen einfach Hallo.
Kuckuck. Platziere Sprengsatz. Immer schön, wenn man seinen eigenen Sprengsatz nicht sieht. Sorgfältig platziert. Weil sieht er den zweiten? Ach scheiße. Er sieht ihn sowieso nicht mehr. Schon unterwegs. Was zum? Er ist nach dem Treffer direkt zu einer anderen Position gesprungen. Oh mein Gott, er ist sowas wie... Nähere mich zur Schussposition! Gott! Nähere mich der Zielposition! Doch nicht! Alles zurück, ist doch nicht Gott, kann sterben. So, jetzt gleich wird's laut, weil ich habe Uschi runtergesetzt. Also kann Balthasar jetzt total frei über sie herfallen. Bestätigt. Edwin, Truppen gerichtet. Ups. Ja, opfer dich fürs Team. Habe ich keinen mehr, mit dem ich die Rüstung von dem ein bisschen schaden kann. Positiv. Mit dir, 71%. Juhu! Er verliert eine Aktion, aber er schießt bestimmt dennoch 10 Mal auf mich. Dadurch kann ich wenigstens leichter treffen. Von der Rüstung abgeprallt. Die Kugel ist desorientiert. Klingt machbar. Haben wir das gesehen? Geht in Ordnung. Ich gehe auf Nummer sicher. Verbrannte Erde! Er hatte Beute dabei. Du bist verbannt! Schieß das Magazin leer auf ihn. Mit etwas Glück trifft der Dritte ja. Mein Visier, oder auch nicht.
Das war diese taktische Analyse von der Karte. Der hat nämlich seinen Zug verloren. Also der hat eine Aktion weniger machen können. Der konnte nämlich nicht laufen, der konnte nur angreifen. Der Scharfschütze muss versuchen, den zu töten. So wird's gemacht. Begebe mich zu dieser Position. Naja. Ich gehe schon. Hier sind Edwin-Truppen. Oh. Sorry, ich habe für euch keine Zeit. Entschuldigt alle Zivilisten, die leiden. Stimmt für den Widerstand! Entschuldigung. Na, was sagt ihr dazu? Wenn es sein muss. Oh, mit wem teilst du dir? Mit ihm? Oder Sturm und Schuss, dann können wir von der Ecke hier vorne. Schon unterwegs. Ach komm. Okay, ich gehe. 72% sind ganz gute Chancen. Ich habe ihn erwischt, oder? Eigentlich wollte ich ein Loch reinsprengen, um ihn rauszuholen. Ich habe diese Magazine selbst befüllt. Mir entgeht nichts. Wird die Rimworld-Staffel irgendwann mal weitergeführt? Ja. So, stirb nicht in deiner Kammer. Ich mach sie ganz vorsichtig auf. Wir haben das Paket. Unterwegs zur Geht doch. Kein Problem. Okay, bin unterwegs. Wird schon nichts passieren. Biete Feuerschutz. Bestätigt. Überwachung läuft. Ich habe gerade Feuerschutz gemacht mit Feuerschutz gemacht mit einem, der kein Magazin mehr drin hat. Feindliche Verstärkung. Wir haben einen feindlichen Transporter geortet, der auf dem Weg zu ihrer Position ist. Was ist da drüben? Geht in Ordnung. Ich beeile mich. So, weg mit dir. Es gibt keinen Termin, wann Rimworld weitergeführt wird. Geht klar. Deshalb kann ich schlecht sagen, und wann, also die Frage, und wann weiter Rimworld geht's? Weitergeführt wird, beantworten. Biete Feuerschutz. Bestätigt. Überwachung läuft. Bestätigt. Überwachung läuft. Bestätigt. Überwachung schon bald. Wählt Imperator, damit Rimworld weitergeht. Bundestagswahl.
Habe Blickkontakt zu einer Advent-Stellung. Feind steht noch. Stehen die Maps da einfach. Ich guck unterm Greenscreen durch und stehen da einfach hinter sich gegenüber. Und guck mal einfach nur so schräg an und denkst du so, was macht ihr? Was ist los? Wollt ihr nicht ein bisschen higher machen? Es kann nicht sein, dass ihr jetzt so fit seid plötzlich. Sicher erledigt. Daneben aber Deckung zerstört. Knapp am Ziel vorbei. Nicht ins Schwarze. Die Munition wird knapp. Bin unterwegs. Wir sind die Besten. Die sind auch so verdächtig ruhig, die Hunde. Das ist total merkwürdig. Und los geht's. Irgendwas stimmt hier nicht. Feuerschutz. Gestolpert. Abschuss. Bestätigt. Okay, bin unterwegs. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Schon dabei. Ich bin weg. Ich hau ab. Natürlich. Pack mir die Sachen. Gehen wir. Bereit zum Abmarsch. Ich gehe erstmal nach Hause. Männer 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Alle Advent-Gentherapie-Kliniken sind morgen aufgrund von Wartungsarbeiten geschlossen. Erste Berichte, nach denen Dissidentenaktivitäten der Grund für die Schließung sei. Der Soldat vom Widerstand wird langsam zu einem unserer loyalsten Veteranen und vertritt unsere Sache mit Leib und Seele. Nach 3 Einsätzen. Commander, auch wenn ich fest davon überzeugt bin, dass das geborgene Exemplar kritisch für die Bemühungen der Aliens ist... Neues Ziel hinzugefügt. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Ihre Bemühungen stärken die Widerstandsbewegung auf der ganzen Welt. Ach, da sind wir im Moment noch am Zionischen Tor dran.